Und damit herzlich willkommen zurück zu My Time at Portia, wo wir in die nächste Folge gehen und wir haben noch die Wooden Storages offen. Die hätte man durchaus auch gestern machen können, sehe ich gerade, aber ja, ich habe auch manchmal nicht alles im Blick und ich war so drauf fokussiert, den zweiten Ofen zu bauen, aber ja, das hier wird auch so langsam und dann haben wir außerdem, oh, ich wollte keine Rolle machen, noch einen Tag und 16 Stunden. Also mit Glück morgen. Der 19. of this month is the day of bright sun. We sincerely invite you to prepare a present for the town and give it to the major gate before 18. On the day of the holiday we will throw the present from our airships. Das ist ein geiles Event, aber ich befürchte, an dem Event werde ich voll verkacken, weil ich so ein schlechter Sammler bin. So, wir haben einen zweiten Ofen fertig gemacht. Bronze wird jetzt hier produziert wie sonst was. Das ist sehr geil. Wir gucken mal, wie es mit dem Fuel aussieht. Reicht noch nicht. Wir müssen also ein bisschen mehr Holz sammeln. Das reicht immer noch nicht. Das geht schon krass aufs Holz. Und wie gesagt, jetzt sind wir halt in need of sehr viel Holz. Denn aber erstmal gucken wir mal, ob wir uns ein Upgrade-Tool kaufen können. Und vor allen Dingen, wie viel Holz haben wir noch? Wir müssen nämlich die abgeben, um ein bisschen vier Boxen, die kriegen wir noch hin. Die kriegen wir schön hin, das ist sehr gut. Dann geben wir die nämlich gerade noch ab. Die müssen wir... Best Brothers Clothing Store, okay. Und dann holen wir uns auf dem Rückweg dann die neue Mission gleich mit. Kriegen ein bisschen Geld. Das können wir immer gebrauchen aktuell. Da ist auch eine dieser wunderschönen Damen, ne Sonja. Hallo. Ja, wäre schön, wenn die ein paar unterschiedliche Sachen sagen würden, aber naja. Bis dahin müssen wir damit erstmal leben. Wie gesagt, wir geben jetzt die Storage Boxes ab, holen uns neues Geld und dann würde ich sagen, können wir den nächsten Auftrag annehmen und weiter Geld machen. So. Da sind wieder die beiden Damen. Denn das Geld können wir direkt wieder hier reinvestieren. So, der gibt nämlich 200 noch was Geld. Der Relationship ist mir egal, die Red Points sind noch wichtig. Und jetzt müssen wir uns zwei Upgrade-Tools kaufen, nachdem wir nochmal mit unserer hübschen Abenteurerin gesprochen haben. No kid, looking good. Aber ich glaube, mit der kann man eh keine Beziehung eingehen. Trotzdem immer mal mit denen sprechen. So, Total Tools. Wie viel kostet jetzt ein Upgrade-Kick? Marketpreis sind gerade so niedrig wie noch nie. Es hat sich gelohnt. Jetzt können wir uns nämlich... Können wir uns zwei kaufen? Ich weiß es gar nicht. 434 Grad so. Sehr geil. So. Jetzt können wir nämlich unsere beiden Äxte und Pickäxte upgraden und dann geht es demnächst noch ein bisschen mehr bergab. Hi Alice. Haben wir heute mit dir schon gesprochen? Ich glaube nicht, ne? Have you ever visited my garden? Ja, dein Garten ist sehr schön, Alice. Ich liebe deinen Garten. Sehr innig. So, da ist Sonja, die hat man schon. Da ist die Kirchenolle, mit der können wir auch noch mal sprechen. Wir sprechen natürlich mit allen Damen, ne? Wir sind hier voll der Womanizer, ne? Hier, Nora, auch wenn ich deine Ansichten nicht vertrete, aber Respekt hast du trotzdem. Was hat die denn für Hupen, bitte? Hat die... Die aus der Kirche hat die größten Hupen, wa? Ich glaube, ich explodiere gleich. Junge, Junge, Junge. Das ist ja natürlich wieder typisch, ne? So, jetzt nehmen wir noch ein bisschen Wood mit hier, zack. Haben wir ja gerade großzügig ausgegeben für den Hampelmann. Dann haben wir Copper weiterhin fertig. Wir haben hier noch ein bisschen Bronze fertig. Und können das nämlich jetzt auch mit Bronze-Eggs vermischen. Und uns auch eine Bronze-Pickaxe holen. Und den nächsten Upgrade, den wir machen, ist hier der Worktable. Das Geld, was wir jetzt haben, das wird gespart.
Die 6 Bronze, die packt man nämlich schon mal hier rein. So, Holz brauchen wir demnächst dann auch wieder. Ein bisschen um zu fuelen. Wir dürften ja jetzt auch größere Bäume schlachten dürfen. Frage ist, kriegen wir den hier schon? Ja, ne? Jawohl, dauert zwar ewig, aber wir kriegen ihn. Oh ja, jetzt kommen wir dann auch dazu, den Stamina-Verbrauch ordentlich anzupassen. Wenn wir solche Bäume schlachten, dann kriegen wir auch Hardwood. Das brauchen wir demnächst nämlich auch. Zack, hier kriegen wir nämlich besonders viel Hardwood. Und jetzt kriegen wir noch ein paar neue Sachen. Aber hier das Hardwood ist besonders wichtig. Hardwood und Wood. Immer komplett abholzen, dass die schön nachwachsen können. Und vor allen Dingen, warum sollte man... Ah, der ist wieder zu groß. Warum sollte man den nicht komplett abholzen? Weil es gibt ja doch mal extra Holz dann. Da hinten liegen zwei Kackhaufen, aber die ignoriere ich gerade. Also dringend braucht man gerade keine Kacke. Wir brauchen nur Holz für den... für den Brückenbau gleich. Und außerdem wollte ich auf dem Rückweg einen neuen Auftrag mitnehmen. Habe ich auch vercheckt. Aber den holen wir gleich, nachdem ich genug Holz habe. 47 ist schon mal ordentlich, aber geht besser. Und wie gesagt, wir haben den ganzen Tag Zeit, denke ich. Da können wir nochmal ein bisschen hier holzen. 47. Es gibt vor allen Dingen ganz, ganz viel Hardwood. Und aus dem Hardwood kann man sau viel normales Holz machen. Also... Ich denke jetzt nicht, dass wir wenig Holz bekommen würden. Dieses Hardwood ist unfassbar, bringt unfassbar viel normales Holz. Kann man nämlich umwandeln. Wie gesagt, darf man nicht vergessen. Trotzdem versuche ich hier auf 100 Holz zu kommen. Auch wenn das jetzt ein bisschen länger dauert als gewohnt, aber dann sammeln wir halt mal ein bisschen die neue... Oh, da ist hier direkt Eisen, Ironwood. Das ist ganz selten und das ist richtig geil. So, das braucht immer noch viele Schläge. Den hier dürfte man noch kriegen, glaube ich, ja. 8 Wood, 2 Plant Fiber. Ja, davon haben wir so und so so viel. Da müssen wir gucken, dass wir demnächst daraus auch irgendwas craften können. So, Rubber Food und Resin. Was wir mit dem Resin machen können, weiß ich nicht. Das findet man aber auch noch raus. Das brauchen wir für irgendwas bestimmt. Man braucht hier alles. Alles! Schade, dass man die Bäume immer noch mit zwei Schlägen wegmachen muss. Und wir sehen, dass wir Stamina eigentlich auch gut trainiert haben. Haben jetzt ein paar Bäume weggemacht und immer noch so viel Stamina über. Also das ist schon ordentlich. Was können wir hier hinten machen? Das hier ist alles später. Also ist für uns immer noch uninteressant. Aber immerhin haben wir es schon mal gemacht. Hier haben wir auch aktuell nichts Interessantes. Hardwood Planks könnte man daraus machen. Und wie waren das? Wir können doch hier aus dem Hardwood auch normales Wood machen. Irgendwo war das. Ja, hier aus Hardwood können wir 5 Wood machen. Also ist schon krass. So, Missionen. Harvesten und jetzt erstmal eine neue Mission holen. Damit wir hier wieder was zu tun haben. Bevor wir die Brücke bauen. Vielleicht nochmal was Schnelles, um Kohle zu machen. Danach sortiere ich dann meine Kisten, aber das kann ich auch heute Abend machen. Ich glaube, das ist am Abend immer besser. So, wir müssen wie gesagt jetzt Kohle machen, um demnächst wieder eine Mine bezahlen zu können und vor allen Dingen auch ein Upgrade für mein Worktable. Denn wir könnten hier im Workshop-Rang, wie gesagt, Platz 3 will ich noch haben. Ist aber alles noch sehr eng, ey. Nicht, nicht fit. Restaurant 3 Aroma Apples. Keine Ahnung, wie das geht. Civil Courts 4 Copper Plates. Wir machen jetzt einiges an Copper. Ich würde das gerne aber für anderes machen. 260 Gold und das bringt 208. Machen wir einfach das. Copper Plates. So, Copper Plates. Wer war das denn? Wesley. Der wirkte sehr traurig.
Copper Blades. Echt, Kupfer Blades? Die sind ja noch einfacher als Bronze, ne? Dazu müsste man nur irgendwo noch ein Furnace freikriegen, um Kupfer zu machen. Das war vielleicht jetzt... Naja, andersrum wäre es genauso gewesen. Also, ja. Copper Blade. Gut, welcher wird denn hier zuerst fertig? Das ist die Frage. Also Bronze haben wir jetzt erstmal mehr als genug. Ich glaube nicht, dass wir so schnell Copper Plate. Vielleicht haben wir hier schon genug. Wir packen das Hardwood mal mit hier rein. Normale Holz behalten wir hier. Das kommt auch erstmal weg. Das sortieren wir später ein. Das Ironwood kommt auf jeden Fall hier noch mit rein. Und dann wird die Kiste auch langsam ziemlich voll. Copper Plates, die konnten wir hier machen, ne? Auch wirklich Copper Plates, ich guck grad mal, Copper Plate waren hier, ne? Copper Plate, genau. Davon brauchen wir 4, können aber erstmal nur 3 machen. Dann machen wir aber die 3 schon mal. Und hoffen, dass hier dann schnell was frei wird. Das dauert noch. Was können wir denn noch craften? Soll man einen weiteren Ofen craften, würde ich sagen, ne? Damit wir da vielleicht doch schneller vorwärts kommen. Dafür brauchen wir einen von den Stone Stools. Und Holz. Das haben wir beides dabei. Holz vor allen Dingen. Und Inventory, Stone Stool. So, weiterer Ofen. Wie gesagt, das muss hier richtig brennen. Packt man den dann hier hinten in die Ecke. Und hier an dem Ofen. 20 rein, machen wir dann ein paar Kupferbarren, damit wir da ein bisschen Abwechslung haben. So, Produktion läuft auf Hochtouren, kommt immer besser zustande. Machen wir direkt 10 Stück. Nicht geizen, wie gesagt, man braucht das immer und immer wieder. Das ist schon mal, wenn man jetzt schon mal schmelzen kann, warum nicht? Das wird drinnen einsortiert. Können wir auch direkt einfach mal schon machen, obwohl das abends natürlich sinnvoller wäre. Dann können wir gucken. Dafür braucht man ja aktuell nichts mehr. Dann könnten wir vielleicht das hier schon mal machen. Eine Bridge. Eine Bridge. Davon brauchen wir 2 Bridgeheads. Copper Pipes und was noch? Hardwood Blanks, 5 Stück. Die können wir hier machen, oder? Wir brauchen dazu auf jeden Fall Hardwood. Das nehmen wir hier mit rein. Hardwood Blanks. Woodenboard Hardwood Blanks. 5 Stück brauchen wir da. Insgesamt 10, deswegen machen wir einfach schon mal 8. Weil wir eh noch mehr brauchen. Hier noch ein Copper Blade. Eins von 4 Copper Blades. Achso, ja. Weil da hinten das Copper erstmal gemacht werden muss, ne? So, das können wir dann hier wieder auffüllen. 10 Bronzebarren, das sieht schon mal gut aus. Eine davon, einen braucht man noch. Wie lange dauert einer denn? Man nicht, das dauert noch. Wir brauchen davon nur noch einen. Mann, das wird doch wohl jetzt nicht hinzukriegen sein. Hier braucht man nicht nachfertilisen. Das ist okay. Würde ich mal behaupten. Eigentlich müsste sich das Research Center bald wieder melden. Die haben auch länger nichts mehr von sich hören lassen, glaube ich. Nee, das war kein Essen. Da lag ich falsch. Aber sieht genauso oder ähnlich aus, sagen wir es mal so.
hier kommt rein dieses und it's a tweet vom Logging. Packen wir auch mal hier rein. Das sind so die Sachen, für die ich noch keine Verwendung habe. Wobei, das ist fürs Angeln, das ist für Dings bauen, weiß ich, aber für die ich in erster Linie keine alltäglichere Verwendung habe, sagen wir es mal so. Das hier werden wir später noch brauchen. Die Kiste können wir eigentlich raustun, weil... oder wir bauen uns für draußen noch eine Kiste, wo wir die Sachen hier reintun. Precept, weiß ich nicht, ob wir das auch für die Dings brauchen. Werde ich direkt mal gucken. Wir bauen aber eine weitere Kiste. Stellen die neben unsere Wollfabrik. So nenne ich das Ganze mal. Damit wir dann alles wirklich immer schön möglichst in Reichweite haben von den Sachen. Davon eine bitte. So, dann hier hinten hin, wie gesagt. Können wir auch ja, hier so hinstellen. Ne? Und das nennen wir Fabrikszeug. Und Fabrik so ein bisschen lila. Da packen wir den Faden rein und Fibercloth. Jetzt ist die Frage, braucht man hier zum... Ich komme immer auf E statt auf B. Cocoon kann hier mit rein, können wir uns merken. Cocoon. Cocoon, Cocoon und Tricep. Cocoon, Tricep. Ja, Cocoon und Tricep können wir von drinnen noch holen und mit hier reinlegen. Cocoon und Tricep. Und dann haben wir auch in dieser Folge am 12. Tag wieder viel geschafft. Die Tage gehen auch so aus, wie sie sollen. Tricep und jetzt noch Cocoon. Cocoon haben wir erst ein, aber so viele Bäume haben wir auch noch nicht gekickt. Von daher passt das schon. So, zack, Tempo. Also die FPS sind im Haus immer am besten. Da ist es sehr performant, aber außerhalb des Hauses geht es so ein bisschen runter, gerade wenn vieles parallel am Arbeiten ist. Aber ich denke, es ist definitiv gut guckbar. So, davon fehlt uns jetzt noch einer. Haben wir hier mittlerweile ein Kupfer fertig? Nein, haben wir nicht. Ach man, Leute, wie lange braucht das ein Kack Kupfer, ey? Dabei haben wir doch jetzt schon so viel geschafft und es wird nicht fertig. Packen wir das hier oben hin und das da hin. Dann haben wir alles, wie gesagt, immer in der Nähe. Da bin ich ein großer Fan von, das so ein bisschen optimiert zu haben. So, Kupfer. Da ist der eine Kupfer fertig, den wir noch brauchen. Dankeschön. Jetzt können wir nämlich hier den letzten Copperblade noch machen. Und dann haben wir die vier Copperblades nämlich auch fertig. Wie lange dauert das noch? 54 Minuten. Schaffen wir es heute noch abzugeben? Müsste eigentlich drin sein, ne? Eine Hardwood-Blank haben wir fertig. Die nehmen wir schon mal. Die brauchen wir nämlich gleich für hier. Aber das wird heute nichts mehr, das wird eher für morgen. Ich kann schon mal gucken, wo der ist mit den Copper Blades. Crescent braucht man nicht, Bridge to Ember Island auch nicht. Oder müssen wir die bei den Commercial Dings abgeben? Was steht denn in der Missionsbeschreibung? Commerce Commission. Die möchte ich gerne mal gepinnt haben. Remington hat die. Remington. Ich hoffe, ich darf die nicht zu Remington bringen, weil ich habe keine Ahnung, wo der normalerweise ist. Aber ansonsten läuft hier noch alles. Wir müssen nirgendwo was nachfüllen, oder? Können aber gerade mal gucken. 11 Stunden, da können wir 4 Stunden nochmal nachlegen, ohne nachfüllen zu müssen. 14 Stunden. Können wir mal 6 nachlegen. So, haut dann immer noch nicht hin. Dann müssen wir noch einen nachlegen. So, dann kommen wir da nicht in Gefahr. Und hier können wir 3 nachlegen. Müssen wir aber auch noch mal Holz nachholen. So. Crafting completed. Danke. Wo müssen wir die jetzt hinbringen?
Commerce Commission. Der ist gerade in der Nähe. Remington! Bleib stehen, er läuft weg. So, und nochmal ein letzter entschlossener Sprint zu Remington. Hi. Gib mir deine Kohle, Remington. Nochmal ein paar Red Points und vor allen Dingen Kohle. Kohle. Kohle, 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 Kohle. Dann war es doch ein recht erfolgreicher Tag, würde ich sagen. Ne? Wir haben jetzt noch ein bisschen was geschafft. 20 Uhr, wir können sogar noch ein bisschen, wenn wir wollten. Aber außer Holz machen würde mir jetzt nicht viel einfallen. Hier ist nochmal was fertig. So, hier kommen wir ja überall hin. Ne? Können wir gerade nochmal einsammeln. Zack. Und hier reinlegen. Ja, würde ich sagen, gehen wir noch mal ein bisschen Holz sammeln. Ne? Brauchen wir demnächst wieder. Deswegen direkt noch mal schnitzeln. So, Holz. Bis wir wieder auf unserer 100 sind. Zack. Zack. So, und da die jetzt mit den Monstern, hat ja kein Ablaufdatum. Da hinten ist die schöne Rothaarige. Die sprechen wir auch viel zu selten. Deswegen schnapp ich mir gerade mal Ginger. Da ist Papa Bär, den sprechen wir nämlich auch viel zu selten. Aber erstmal natürlich die Dame. Die treibt sich immer hier hinten rum. Wenn wir demnächst Monster schlachten, dann sehen wir die Ort öfter. Die haben wir noch gar nicht getroffen. Das ist natürlich schlecht. Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich dich erst so spät treffe, aber wie gesagt, du läufst nur hier hinten rum, man sieht dich halt so selten. Papa Bär, altes Haus, wie geht es? Was machst du so? Oh, ich wollte dich nicht hauen. Was ist das denn für ein Vogel? Au, au! Au, au, au! So, den haben wir auch noch nicht getroffen, was ist denn hier los? Haben wir so viele Leute noch nicht getroffen, zeigen die sich erst jetzt uns? Das ist ja eine Frechheit. So, FPS gehen gerade richtig ab. Richtig ab. Ich komme gar nicht mehr hinterher. So sehr gehen die ab. Au. So, Gewalt gegen Ladybugs. Ne, ich wollte einfach nur mal ein bisschen Sachen hier mitnehmen, die wir in unsere... ...in unsere Fabrik legen können, dass wir da auch schon ein bisschen Fortschritt haben. Und ein bisschen Fleisch kann ja auch nicht schaden, das ist kein Monster. Wow, das verbraucht direkt alle Energie. Krass. Hier sind viele, viele, viele Frischlieferanten. Brauchen wir noch nicht mal ausweichen. Die treffen auch gar nichts. Genauso wie ich. So, die war schnell erledigt. Wir kriegen hier, wie gesagt... Hallo, wo bist du hin? Ich sehe nichts. Lauf doch nicht weg. Ich will nur dein Fleisch und dein Fell. Hallo, der springt direkt zu mir. Der will geschlachtet werden. Nee, tut mir leid. Ich liebe euch alle, aber ja, das ist das Gesetz der Natur. Außerdem brauche ich ja ein bisschen Kampfskills, wobei das hier sind keine Kampfskills, das ist einfach nur draufhauen, ich muss noch nicht mal ausweichen. Und ich glaube, die haben mich noch nicht einmal getroffen. Das nehme ich noch mit da oben, das ist so einsam.
Und glaubt mir, einsam sein ist wirklich schrecklich. Deswegen werde ich das Vieh hier, das arme, wundervolle Geschöpf hier erlösen. Ist ohnehin Level 1. Das ist ja, das ist ein sinnloses Leben, Level 1. Also wirklich. So, dann haben wir das jetzt alles geschafft. Jetzt haben wir aber wirklich eine Nacht gehabt, die schon ordentlich ist. Wir haben auch noch ein bisschen Essen nebenbei bekommen. Das kommt hier rein, das kommt hier rein. Knochen packe ich mal hier unten rein. Ich glaube, ich brauche mal eher nicht hier. Was haben wir hier noch? Moschus. Also ist kein Moschus, aber heißt Mucus. Backeck. Ist zum Fischen da. Das packe ich in die Kiste, wo das hin soll, was da nicht hinkommt. Animal might be for enhancing weapons. Okay. Hier haben wir noch ein paar Hardwood Planks. Wie viel brauchen wir? Copper Pipes, Hardwood Planks 5. Eine fehlt natürlich noch, wie immer. Es fehlt immer eins. Was sagt hier der Status? 23 Stunden. Also Ende der nächsten Folge sollten wir vielleicht schon ernten können, damit wir auch die Aufgabe mal weg haben. In die Essenskiste kommt noch ein bisschen rohes Fleisch, das noch gemacht werden muss. Die Scheiße natürlich nicht. Die kommt, glaube ich, hier irgendwo rein. 5 Kaka. Das hier kommt auch mit rein und der Mucus kommt hier mit rein. Dann haben wir soweit alles durch. So, gehen wir nochmal raus. Vielleicht kriegen wir noch was geerntet und können vielleicht doch das erste Brückenteil fertig machen. Wenn nicht, ist morgen der Tag, an dem wir das schaffen. Also ihr seht, in allen Bereichen geht es hier ordentlich vorwärts. Hier sammeln wir noch ein bisschen ein. Da sammeln wir noch ein. Dort sammeln wir noch ein. Da ist leider noch nichts fertig geworden. Schade. So, jetzt überlegen wir mal, was können wir hier... Gibt es hier irgendwas, das wir dringend brauchen? Wörnschür. Und Planfiber. Damit wir vielleicht ein bisschen Kleidung machen können. Wörnschür. 9. Und Fibercloth. Und das hier, glaube ich, war es. Ne? War es das? Ich bin mir nicht sicher. 4x Fibercloth können wir machen. Das ist gut. Fuel depleted. Die brauchen auch Powerstones. Das machen wir auf jeden Fall noch, damit das auch nochmal in die Gänge kommt. Mann, hat das jetzt länger gedauert als geplant, weil der nicht reagiert hat. So, 2 Stück rein, jetzt die 4 Fibercloth machen, damit wir uns das erste Stück Kleidung kaufen können oder craften können. Das hier ist immer noch nicht fertig geworden, schade. Okay, dann können wir da erstmal nichts weitermachen. Hier packt man noch die 2 rein. Die 3 kommen da rein. Brauchen wir jetzt auch nichts weiter mitmachen. Dann würde ich sagen, ne? Bis zur nächsten Folge, Freunde. Ich finde, wir haben, wie gesagt, sehr, sehr viele Fortschritte gemacht und es läuft doch so langsam und ich freue mich hier drauf, dass es jetzt langsam nach vorne geht und ja, ich denke, wir machen sehr, sehr gute Fortschritte und ja, bleibt am Ball, lasst ein Abo da, um kein Video zu verpassen und weiter bei unserem Abenteuer hier im Porsche dabei zu bleiben. Schaut in die Videobeschreibung für alle Infos, wie zum Beispiel meine Social Media Links, Facebook, Instagram, Twitter, wenn ihr da wissen wollt, was ich mache, wenn ich nicht aufnehme, Instagram die erste Anlaufstelle. Und außerdem gern auf meiner Homepage vorbeischauen, hilfakti.de/blog. Dort könnt ihr das Video auch gucken, auf Werbung klicken, um mich zu unterstützen oder direkt via PayPal und dem Spenden-Plugin eine Spende dalassen. Das geht aber auch hier auf YouTube in der Videobeschreibung unter hilfakti unterstützen. Ich bedanke mich im Voraus und sage noch 1 oder 2 Folgen nehme ich diese lange Aufnahmesession auf. Also bis zur nächsten Folge. Ciao.